Jetzt machen wir doch mal einen Kurzschluss. Geile Clips und nach dem Intro, hey, es ist mir ganz wichtig. Es ist keine bezahlte Werbepartnerschaft in diesem Video, also alle Marken oder Namen oder Unternehmen oder so will ich erwähnen. Das Video, ihr müsst verstehen, ist aus rein Eigeninteressen entstanden. Wir haben das eigene Minibike Racing Team in der Schweiz, wo wir mit Elektro unterwegs sind, momentan mit Rubitech, wo der Luca fährt. Und halt auch ein bisschen zum Aufklären, was ist denn hinter Rennen? Und das war genau auch der Zweck gewesen, von diesem Tag mit dem Sam zusammen. Ein bisschen Klarheit schaffen, zu verstehen, wie funktionieren die Elektromotoren oder respektive die Batterien, wie sind die aufgebaut, was sind Gefahren, was sind Lösungsansätze, wie kann man mit dem umgehen. Also an einem Rennen oder an einem Motofestival oder wie auch immer, wo man halt solche Elektrobikes rumstehen hat, falls mal wirklich irgendetwas passieren sollte. Und wie viel braucht es denn, dass überhaupt etwas passiert? Und das schauen wir jetzt ein bisschen genauer an. Am Morgen haben wir vor allem Theorie angeschaut, wo im Auto sind so Batterien drin, was sind das für Batterien, wie sieht es bei den LKWs aus, wie ist es im Vergleich zu den Töpfen, die wir haben, dass man so ein bisschen ins Verhältnis setzen kann. Wir sind auch recht in die Theorie reingegangen, ich meine, ich bin gelehrter Elektroinstallateur, kann auch dort noch etwas mitnehmen. Man kann jetzt sehr in die Tiefe reingehen. Das machen wir jetzt nicht, wir gehen direkt zum spannenden Teil, der ist am Nachmittag passiert, wir sind vorausgegangen und haben mal so ein paar Batterien in die Luft gejagt. Weiters, ich habe eine sachliche Ansicht auf die ganze Geschichte. Ich produziere selber keine Akkus. Ich mache mit diesem Video keine Werbung für irgendeinen Hersteller, der Akkus baut. Darum kann ich hier einfach frei meine Meinung sagen. Ich kann sagen, wie ich den Tag aufgefasst habe. Und das mache ich auch. Und das war ein cooler Nachmittag und ich bin dankbar für die Erfahrung, die wir dort sammeln durften. Ja, es widerspiegelt einfach das, was ich wahrgenommen habe. Einfach, dass wir uns das hier bewusst sind. Und jetzt weiter mit dem spannenden Teil. Wir haben also am Nachmittag zuerst noch gewisse Elektrobikes angeschaut, von sei das Discat, sei das Stark, sei das Rubitech oder wie auch immer, um zu sehen, was es aktuell so für Bikes auf dem Markt, die man also an einem Rennen könnte antreffen könnte. Dann nachher dann nebenzu aufs Gelände gegangen, wo bereits vorbereitet war, auch dort ein Merci für das HVR-Team, das dort am Start war und die Batterien, sage ich jetzt mal, zur Verfügung gestellt hat und das Ganze erst möglich gemacht hat, auch mit ihrer Unterstützung. Sie haben dort das erste Mal gezeigt, was haben wir denn, was kann mit Überladen, mit Überhitzen und so dann entstanden kommen, was kann das an so einer Zelle ausrichten und was kann passieren. Und dort bin ich überrascht gewesen, wenn eine Batterie willst, überhitzen oder überlasten, das braucht so extrem viel. Erstens, zweitens braucht es eine verflucht lange Zeit. Also eine Renndistanz oder auch zwei Renndistanzen reichen einfach nicht, um das Ganze in die Luft zu jagen. Also das braucht viel mehr Einflüsse, wie nur rein das, Temperatur oder Überladen. Und dann haben wir noch diverse noch Schutzmechanismen. Ich gehe dort also gar nicht weiter ins Theoretische rein, aber man hat eine Schmelzsicherung. Also man hat irgendwo noch zuerst vorab eine Sicherung. Man hat noch ein BMS, wenn es mal richtig ist. So eine Steuerung, die das Ganze kontrolliert, wie die Batterie funktioniert. Wenn ihr dort mehr Details wollt, wissen, unbedingt auf Rubitech oder HVR zugehen. Also man hat Sicherheitsvorkehrungen. Das schon mal herkömmlich mit Überladen und mit Temperatur und so, die kann gar nicht viel passieren. Also das muss hure blöd tun. Wir haben es auf jeden Fall nicht geschafft an diesem Tag. Wir sind dann auch noch weiter auf Design gegangen. Es hat schlicht und einfach zu viel Zeit gebraucht. Was dann aber interessant wurde, ist mit äußeren Einflüssen. Also wir haben dann die erste Zelle auf eine Kochplatte draufgelegt. Ich sage jetzt mal 200 Grad irgendwas. Die Feuerwehr, by the way, hat dort auch ein Wärmemesser dabei, eine Wärmebildkamera, um das überhaupt so ein bisschen nachvollziehen zu können. Und wir waren bei den Temperaturen drin, auch über einen längeren Zeitraum, was schon sehr viel ist, so, wo hast du nicht. Hast du an einem Rennen effektiv nicht. Und dann habe ich das erste Mal gesehen, wie so eine Zelle tätscht, wenn sie einfach friert. Es ist schon recht eindrücklich. Es geht relativ schnell. Ich sage jetzt mal, der Radius ist halt nicht so gross. Ich meine, es ist nur eine Zelle, aber es ist doch beachtlich, was passiert.
Wenn man es aber im Verhältnis setzt mit den äußeren Einflüssen, ist das natürlich extrem. Oder? Und dann als zweites haben wir ein Battery Pack auch nochmal zuerst probiert überlasten. Also überladen. Das haben wir nicht über irgendwie 22 Grad reingebracht, dass es Ewigkeiten dauert. Und dann haben wir auch dort mit äußeren Einflüssen wieder quasi das Akku-Packages. Und wir haben dort auch mechanische Einwirkung gehabt mit einem leitenden Gegenstand. Und dann ist das erste Mal so richtig ein Akku-Pack abgefackelt. So, und bevor wir zum originalen KTM Freeride Akku kommen, haben wir nochmal ein Akku-Pack gehabt, wieder mit mechanischen Einflüssen, mit einem Nagel durch die Zelle durch. Das hat relativ viel gebraucht. Ich probiere es jetzt irgendwie in einem Zeitraffer oder so ein bisschen zu zeigen, dass man sieht, wie viel das es wirklich gebraucht hat. Ich habe das Gefühl gehabt, eigentlich den ganzen Nachmittag war das Akku-Pack dort gewesen. Wir haben dort probiert, mit drei verschiedenen Feuerlöschern das Ganze zu löschen. Ich kann glaube nicht vor allen drei Feuerlöschern nach den jetzigen Videoaufnahmen. Ich tue dort aber mal euch so ein bisschen mitgeben, was meine Erfahrung war. Es ist schwierig, einfach bei einem Akku zu löschen, aufgrund von, das ist ein Zellen oder ein Case oder immer, das ist grundsätzlich einfach verschlossen. Und dass du wirklich dort kannst, den Akku löschen in dem Sinn, müsstest du durch die Zelle durch oder durch das Battery Pack müsstest du durchfluten und egal ob es mit dem Löscher oder mit Wasser ist, das komplett durchspülen, dass du das sauber bekommst. Darum die einzige richtige Variante ist schlussendlich einfach Pneulader, Akku-Pack ins Wasser reinrühren, mulden mit Wasser rein und dann ist das Ding gegessen.
So. Und das ist auf die saubere Lösung. Am Schluss, es wird einfach das passieren. Und das wird jetzt auch so an der Rennen so stattfinden. Man kann das Ganze eindämmen. Solange du eigentlich mit dem Feuerlöscher drauf hast, passiert nicht gross weiter etwas. Aber das Verhindern, dass der Akku sich wieder selbst entzündet oder dass das Vorgehen weitergeht, hey, einfach beenden musst du es einfach im Wasser. Das Ding ins Wasser rührt, dann ist es erledigt. Und dann ist es eine saubere Sache. Dann hast du nicht weiter Probleme, musst du nicht weiter darauf achten und so. Und das ist ein HVR-Akku und hier, ich spiele das ganze Video mal so ab, dass ihr seht, wie viel Einfluss braucht es wirklich. Ich bin überrascht gewesen, denn wenn er zündet, dann zündet er. Aber wenn wir gleich auch dort wieder realistisch bleiben und sagen, hey, wenn hast du so viel mechanische Einfluss, dass das dann wirklich zustande kommt. Dann natürlich das grosse Highlight oder das erhoffte grosse Highlight, der KTM Freeride Akku, mehr Spannung, mehr Zellen. Boah, das ist jetzt, das wird das Feuerwerk, gell? Das war so ein bisschen unsere Erwartungshaltung. Schaut es euch selber an. 2 Stunden. Ja, that's it. Der Akku ist auch, die Batterie war lang dort. Wirklich auf brünnen, mehr wie auf räuchen, hat es nicht. Klar, mit der Achse noch drin.
gezielt wissen, wo das musst du mit Axt reinhauen, gibt es natürlich nach einer gewissen Masse Funken, Rauch, vielleicht auch ein bisschen Feuer. Aber dass er wirklich so abgefackelt ist, wie die blanken Zellen ohne Gehäuse, die wir hatten, das haben wir dort nicht gesehen. Ist ein bisschen schade gewesen, hätten wir natürlich so gerne gesehen. Hat uns aber auch wieder ultra beruhigt, einfach so, hey, ein final fertiger Akku mit Gehäuse ist noch etwas ganz anderes. Das braucht nochmal mehr. Es ist so, was ihr in diesem Video seht, ist, wie ich das wahrgenommen habe. Oder? Ob das richtig ist, ob ich das jetzt unterschätze, wie gefährlich das ist, oder ob ich das jetzt schlimmer darstelle, wie das wirklich ist, das ist immer so ein bisschen Ansichtssache. Oder man kann das natürlich so auslegen, wenn man rein nur das Bildmaterial sieht und nicht sieht, wie lange das dann wirklich der Nachmittag war und was für Einflüsse es gebraucht hat. Man kommt es vielleicht überspitzt über und man hat das Gefühl, boah, das tut schon recht. Oder? Das ist eine sehr gefährliche Sache, da muss man mega aufpassen. Ich habe jetzt null Bedenken und auch der Luca nicht, der hockt auf so einem Elektro-Töff oben. Und er hat im ersten Moment dann schon gezuckt und gesagt, du, ich weiß nicht, ob ich wieder auf einem Elektro-Töff aufhocken. Im Nachhinein, aber nach dem ganzen Tag, musst du einfach sehen, es braucht so fucking viel. Null Bedenken. Also ich kann für mich jetzt wirklich abhaken und sagen, ich habe kein Problem mit Elektrofahrzeugen. Erstens weiss ich, wie es tut. Zweitens weiss ich, wie ich damit umgehe. Und wie viel das es braucht. Ja. Ich glaube, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, was wie dann so ein anderer Antrieb, sag jetzt mal Benzin, Diesel, Gas, wenn das in die Luft geht, wenn das jetzt mal unter Extrembedingungen in die Luft gejagt wird, wie das tut, dann das ist wieder völlig okay, das hat man so ein Akku-Package. Ich meine, da ist recht Energie dahinter, dass das halt auch mal brennt. Oder? Das ist so. Ich will es nicht verharmlosen, absolut nicht. Aber wir müssen auf dem Boden bleiben. Ich blende hier das kurz ein, was der Andi Heierli noch gesagt hat, was ich mega cool und sympathisch fand. Also wo ist jetzt gefallen? Wo ist jetzt das Theater, wo ich... Und jetzt habt ihr gesehen, dass die Töpfe alle noch riesen hohe Gehäuse rundherum haben, Alu oder Chromstahl. Und wenn es so sind, ich gehe mit ein paar Batterien, wie soll denn im Gehäuse etwas passieren? Also wir müssen hier schon auf dem Boden bleiben. Ich sage nicht, es ist ungefährlich, aber alles auf dem Boden bleiben. Er hat so etwas von Recht mit dieser Aussage. Wir müssen am Boden bleiben. Es ist nicht so schlimm, wie es oftmals dargestellt wird. Ich will den Rahmen überhaupt nicht sprengen mit dem Video. Tönt das daheim nicht noch machen. Egal wer auf die Idee kommt, macht es nicht. Tönt es nicht selber ausprobieren und so. Es ist schade. Es lohnt sich auch nicht für 1. August. Definitiv nicht. Für das ist es teuer, das ganze Material. Wir konnten es in einem geschützten Rahmen machen, wir konnten es kontrolliert machen. Wir hatten geschultes Personal dort. Von dem her, hey, alles bene. He? Ich habe euch natürlich probiert, in diesen Videos auch die interessanten Szenen zu zeigen. Oder? Ich habe ganz viele Videos gemacht, ich habe stundenlange Aufnahmen. Ich habe einfach nichts passiert mit den Akkus. Also die Schnipsel, die ihr jetzt seht in diesem Video, auch wenn es schon mal nicht mehr so krass überkommt, wie ihr vielleicht gedacht habt, sind das immer noch die Schnipsel, wo wirklich etwas passiert. Das bringt, ich kann euch nicht 2 Stunden Material zeigen, wie ein Akku räucht, aber das war tatsächlich der Fall gewesen. Das muss man natürlich auch sehen, was hinter der Kamera so abgegangen ist. Ja. Im Anschluss lohne ich jetzt aber gleich noch. Ich habe noch ein paar weitere Aufnahmen, wie man durch fremde Wirkung, auch mit Hydraulikpresse noch auf Druck, zum Beispiel so eine Zelle mal zum Brennen gebraucht hat. Aber auch das ist so viel Pressdruck, den man sonst eigentlich nicht normal hinbringt. Ich würde euch die ganzen Schnipsel hier lassen. Ihr könnt euch das noch Restmaterial anschauen. An dieser Stelle bin ich weg. Wir haben es schon riesig überzogen. Wir sind über 14 Minuten. Mega langes Video geworden. Ich bin gespannt, hey, die jetzt noch da sind, lasst bitte mal einen Kommentar da, wie ihr die ganze Sache seht. Was euer Eindruck ist. Vielleicht haben ein paar Leute, die dabei waren, die einen Kommentar schreiben können, wie sie es so aufgefasst haben. Oder die Leute, die, wenn ihr es jetzt einfach geschaut habt, so auf YouTube zum Beispiel, wie ihr das jetzt wahrgenommen habt. Oder? Die Schnipsel und die Einblicke. Oder ob ihr das Gefühl habt, nach dem Video, hey, boah, das ist immer noch etwas, wo man vielleicht noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen muss, wo man eins muss thematisieren muss, oder ob man das jetzt mal so stehen lassen kann. Würde mich einfach wundern, was ihr dazu meint. Merci vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz eine schöne Woche. Ciao, ciao.
Ja, ein 7000 Stunden Akku. Perle. Ja, aber perfekt. Das nein, das nicht. Ja, aber du musst schon etwas haben, ein bisschen Musik machen. Ich bin nicht gerichtet, ich bin nicht gerichtet. Ich bin nicht gerichtet. Ich bin nicht gerichtet. Ich bin nicht gerichtet. Ich bin nicht gerichtet.